Und zwar haben wir hier die ersten 30 Jahre, also von 1985 bis 2015. Ja, also auch ein riesen Zeitraum. Ja, das hat auch so einen schönen blauen Metallic-Effekt. Seht ihr da? Das Tokyo Pop-Logo und auch der Hintergrund dabei Mario. Also total schön gestaltet auch. Das hier ist übrigens die erste Auflage. Der Band kam so gut an, dass er sogar schon nachgedruckt worden ist. Official Nintendo Guidebook. Super Mario Enzyklopädie. Ja, und wenn da die ersten 30 Jahre des Klempners drin enthalten sind, kann man sich ja auch denken, dass es dementsprechend ein extrem umfangreiches Nachschlagewerk ist. Ja, kostet 29,95 €, also ist wahnsinnig teuer. Ich habe jetzt zugeschlagen, als jemand, die gebraucht in sehr gutem Zustand angeboten hat, für insgesamt 20 € mit Versand und allem drum und dran. Also 10 € gespart. Ja, ob das jetzt sehr guter Zustand ist, da lässt sich natürlich drüber streiten. Aber erfahrungsgemäß ist bei den Tokyo Pop-Bänden, die gebunden sind, wird sowieso die Bindung schief, wenn man das mal einmal durchgeblättert hat. Also das war auch beim Black Butler Artbook. Von daher. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie das vorher aussah. Also es sieht halt ein bisschen geknickt aus hier an dem Einband. Aber abgesehen davon ist der auch in einem guten Zustand. Ja, dann wollen wir doch mal lesen. Der beliebte italienische Klempner Mario, der Videospielschmiede Nintendo, feiert bereits sein 30. Konsolenjubiläum. Grund genug für ein umfangreiches Nachschlagewerk, gespickt mit Hintergrundinfos und Artworks zu 17 Hauptspielen. Dazu gehören Erläuterungen zu Charakteren, Items und Leveldesigns, sowie eine Nachricht von Entwickler Urgestein Takashi Tezuka und lustige Anekdoten. All dies macht die Super Mario Enzyklopädie zu einem Must-Have für Fans der guten alten Pixel-Ära und Freunde des modernen Mario HD-Zeitalters. Hat das Official Nintendo Licensed Product Siegel und macht sich natürlich in der Super Mario-Sammlung perfekt neben den Super Mario Adventures Comic von Kase, der jetzt auch vor kurzem erschienen ist, den ich auch schon gelesen habe und nur empfehlen kann, und eben den DVDs von PDUX. Also die haben ja die Super Mario Brothers Super Show rausgebracht, komplett. Die Nachfolgeserien, ich weiß nicht, Super Mario Brothers 3 hieß die Nachfolgeserie. Und dann gab es, glaube ich, noch eine. Also auf jeden Fall, all das gibt es mittlerweile auf DVD zu kaufen. Seit wenigen Jahren erst. Also so langsam, nachdem ja schon Pokémon, The Legend of Zelda und sogar Splatoon mittlerweile ihre Manga-Adaptionen es nach Deutschland geschafft haben, ist endlich auch mal der wohl bekannteste aller Nintendo-Charaktere dran. Nämlich eben Super Mario. Hat ja lange genug gedauert. Ich hoffe sehr, dass es auch der Manga zu Super Mario bald nach Deutschland schafft. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Und ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis, dass nach so langer Zeit, ja, wir immer noch nicht den Manga in Deutschland haben von Super Mario. Und erst so wenig Bücher, Comics, Nachschlagewerke etc. Wenn man bedenkt, dass von The Legend of Zelda ja nun schon das dritte Nachschlagewerk, The Legend of Zelda Encyclopedia, in den Startlöchern steht. Und von Super Mario gibt es erst hier diesen Band. Aber dafür ist der auch extrem üppig. Ich weiß gerade gar nicht, wer der hier ist. Nintendo Planning Department. Herr Tezuka war an der Entwicklung von Mario-Spielen beteiligt, okay. Also er führt so ein bisschen ein, gibt so ein bisschen das Vorwort. Und dann geht es ja auch schon los. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr, sehr textlastig. Hätte ich gar nicht so gedacht vorher. Da habt ihr den Super Mario Maker im Detail. Also das finde ich gerade ein bisschen strange, dass es damit losgeht. Ah, weil das Spiel extra zum 30. Jubiläum erschienen ist. Deshalb. Okay, da steht's. Na gut, dann haben wir hier so ein paar Anleitungen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Wir haben ja auch ein paar süße Artworks. Immer mal wieder zwischendurch. Und hier eine Auflistung aller 17 Spiele von 1985 bis 2015. Da sind auch viele Spiele dabei, die ich auch selber gespielt habe. Hier sehen wir auch einen Überblick, was leider, leider nicht dabei ist.
sind Mario Party und Mario Kart. Was ich sehr schade finde, also die hätten sie ja ruhig auch mit reinnehmen können. Aber es gibt immerhin hier ein paar Abschnitte zu den Spin-offs. Ja, also hier haben wir erstmal nur die Hauptreihe quasi. Alle Spiele aus 30 Jahren Spielgeschichte. Ist auch nochmal ein Vorwort. Oh ja, und hier werden alle möglichen Charaktere vorgestellt. Ist hier irgendjemand dabei, den ich nicht kenne? Die hier kamen auch alle in den Super Mario Adventures Comic vor. Das ist der helle Wahnsinn. Und dann geht's auch hier schon los. Also Super Mario Brothers war offensichtlich das allererste Game. Hier das Cover sieht auch noch ziemlich eigenartig aus. Also die Tods vor allen Dingen. Guckt euch den Tod an, wie komisch der geht. Das soll Bowser sein! Der ist ja blau im Gesicht. Also auch interessant, alleine schon die Cover-Artworks zu sehen. Ich habe übrigens irgendwo gelesen, dass im ganzen Buch die japanischen Cover-Artworks drin sind und dass die nicht immer identisch waren mit den deutschen Artworks. Ah, das ist auf der Famicom erschienen, das Spiel. Famicom ist ja, glaube ich, eine Konsole, die es bei uns nie gab. Oder? Oder bin ich jetzt falsch? Also, ihr könnt es mir gerne mal sagen. Ich habe ja 1985 noch gar nicht gelebt. Deswegen, keine Ahnung. Ja, es ist mega cool. Also, da werde ich auch bestimmt viele Stunden mit verbringen, da mal durchzuschnuppern alles. Und das macht einem natürlich auch richtig Bock, gerade so die alten Spiele auch mal zu erkunden, die man damals nicht hatte. Family Computer Disk System. Das ist jetzt der zweite Teil, Super Mario Bros. 2. Auf dem basierte, glaube ich, Super Mario Adventures, also der Comic. Alles über die Items, über die Worlds, die man da erkunden kann. Es ist wirklich der helle Wahnsinn, das ultimative Nachschlagewerk. Super Mario Bros. 3. Bowser hat immer noch nicht sein endgültiges Character Design. Und hier sehen wir Waschbär Mario. Das kam 1988 raus. Das Spielmodul war orange übrigens. Ist so cool. Also die Verpackung, das Spielmodul und die Anleitung sind unten auch bei jedem Spiel zu sehen. Könnte ruhig ein bisschen größer sein. Ich finde es ein bisschen zu klein. Aber es ist definitiv eine coole Idee. Hier sieht man, wie viele Spieler teilnehmen konnten. Ach, das europäische Erscheinungsdatum ist sogar mit dabei. Hier, das kam einen Tag nach meiner Geburt raus in Deutschland. Ist das cool. Also, wenn das keinen Nostalgieboner gibt, dann weiß ich auch nicht. Da zerstampft er Knochen trocken. Ich müsste bei Gelegenheit unbedingt auch mal ein Video zu meiner Super Mario-Sammlung machen. Das ist doch endlich mal ein Spiel, was ich auch gespielt habe tatsächlich, beziehungsweise was sich auch in meinem Besitz befindet. Das kam 1989 raus in Japan und bei uns ist es 1990 erschienen. Also vor meiner Geburt. Aber war trotzdem noch lange Zeit erhältlich. Also, wie alt werde ich da gewesen sein? 6 Jahre vielleicht, als ich das gespielt habe. Super Mario Land. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass man hier nicht Prinzessin Peach befreien musste, sondern Daisy. Und das war auch der erste Auftritt von Daisy überhaupt in der Geschichte von Super Mario. Und sie wurde auch nicht von Bowser entführt, wie eben Peach immer, sondern hier von diesem Alien da. Ach, da sieht man sogar Daisy auf dem Cover. Das war einmal ein friedliches Land, das hieß Sarasaland. Es war unterteilt in die 4 Reiche. Birabuto, Muda, Easton und Chai. Eines Tages war der Himmel plötzlich bedeckt von finsteren Wolken. Zwischen den Wolken tauchte der rätselhafte Raumfahrer Tatanga auf und versuchte, das Sarasaland zu erobern. Er hypnotisierte die Bewohner des Reiches und beeinflusste sie. So gewann er nach und nach die Kontrolle über Sarasaland. Er entführte sogar die dort regierende Prinzessin Daisy, um sie bald zu heiraten. Als Mario davon erfährt, macht er sich auf den Weg zum Königreich Chai,
um den Frieden in Sarasaland wiederherzustellen. Wird es Mario gelingen, Tatanga zu besiegen, alle von der Weltallhypnose zu befreien und Prinzessin Daisy zu retten? Das alles hängt von Mario und natürlich eurer Fingerfertigkeit ab. Viel Erfolg, Mario, auf ins Abenteuer. Ja, was soll ich sagen? Ich bin bei diesem Spiel nie weiter als Level 2 gekommen. Oder Level 3 vielleicht maximal. Weil es wirklich sehr schwer ist. Aber jetzt als Erwachsener hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen. Als Kind hat noch nicht so die Gamer-Skills. Das habe ich nie durchgespielt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das noch irgendwo habe oder ob das verschollen ist, weil viele von meinen Gameboy-Spielen sind leider verschütt gegangen. Leider, leider. Muss ich echt mal gucken, ob ich das noch wiederfinde. Dann haben wir hier 1990 Super Mario World. Das ist auch bekannt unter dem Titel Super Mario Bros. 4. Habe ich letztens noch überlegt, weil ich gesehen habe, das bekommt man ja eigentlich recht günstig gebraucht hier, das Spiel. Ob ich mir das nicht mal kaufen soll, weil ich habe tatsächlich noch den alten Super Nintendo in meinem Schrank stehen, habe aber nur ein einziges Spiel dafür gehabt, von Asterix und Obelix. Und das wäre doch mal, wenn ich hier das hätte, ein perfekter Anreiz, um die alte Konsole mal wieder hervorzuholen. Also steht auf jeden Fall auf meinem Wunschzettel jetzt. Ich glaube, in dem Spiel wurde auch Yoshi introduced. Zum ersten Mal. Und hier auf dem Game basiert eben der Comic Super Mario Adventures, zumindest lose. Also da kommen auch diese Flugcapes da oben vor und Yoshi eben. Oh Gott, sieht aus wie ein durchgeknalltes Hippopotas, was zu lange in der Sonne war. Sternenwelt, Spezialwelt, Schokoinsel. Oh, ich wäre gerne jetzt auf einer Schokoinsel. Mit einem riesen Schokobrunnen in der Mitte wäre ich sofort dabei. Also sehr umfangreich. Dann haben wir hier Super Mario USA. Ist aber auch in Japan erschienen, das Spiel. Aber es ist in den USA zuerst erschienen und in Europa. Was steckt denn hier dahinter? Auf dem außerjapanischen Markt bekannt als Super Mario Bros. 2. Das Spiel basiert auf dem Spiel Yumekojo Doki Doki Panic, das im Jahr 1987 für das Famicom Disk-System erschienen ist. Außerhalb Japans kam die abgeänderte Version als Super Mario Bros. 2 auf den Markt. Dieses wurde wiederum zurück nach Japan importiert und dort veröffentlicht. Deswegen steht im Titel der Zusatz USA. Okay, also das steckt dahinter. Und da haben wir auch das Gemüse zum ersten Mal, was ja auch Peach bei Super Smash Bros. Immer auf ihre Gegner wirft. Also das kommt hier von dem Spiel her. Ich glaube, ich muss echt mal ein bisschen schneller machen, sonst werden wir hier nie fertig. So, auch wieder ein Top-Titel, den ich als Kind geliebt habe, abgöttisch. Weiß auch nicht, wo das Gameboy-Spiel hingekommen ist, deswegen habe ich es mir dann mittlerweile nachgekauft, weil ich einfach nochmal Bock hatte, das zu spielen. Das 1992 in Japan und 1993 in Deutschland erschienene Spiel Super Mario Land 2 und tatsächlich knüpft die Handlung an Super Mario Land 1 auch tatsächlich an. Also hier haben wir die Story. Oh nein! Während ich in Sarasaland den rätselhaften Raumfahrer Tatanga besiegte, wurde mein Schloss von einem Schurken erobert. Auch die Bewohner von Mario Land wurden durch Magie zu seinen Untertanen gemacht. Der Schurke heißt Wario, ein böser Mann, der mich nachahmt. Er hat schon häufig versucht, mir mein Schloss wegzunehmen. Interessant übrigens, dass Mario auch ein Schloss hat. Er verteilte die 6 Goldmünzen aus dem Schloss überall in Mario Land und lässt sie von seinen Untertanen bewachen. Ohne diese Münzen komme ich nicht ins Schloss hinein, in dem sich Wario aufhält. Ich muss die 6 Goldmünzen finden, Wario und Marios Schloss besiegen und alle retten. Los geht's. Das habe ich auch nie geschafft durchzuspielen. Das Maximum war wirklich, dass ich alle 6 Münzen zusammenbekommen habe und eben in Wario's Schloss eingezogen bin. Aber sobald man einmal alle Leben verliert im Wario's Schloss, sind alle Münzen futsch. Oder generell im ganzen Spiel, auch wenn du 2 Münzen erst hast und versuchst, deine dritte zu holen und verlierst alle Leben, sind auch alle Münzen futsch und man muss immer wieder von vorne anfangen. Dadurch war das halt wirklich auch sehr schwer.
Und ja, wie gesagt, das letzte Level ist dann auf einmal so extrem hart. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendeinem von euch gelungen ist, das zu schaffen. Dann ist man echt schon Übermensch. Aber ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Ja, da hatte man auch immer diese Häschenohren und konnte damit fliegen. Genial. Einfach genial. Ja, und auf die Eule, auf den müden Zed konnte man draufspringen und er hat einen dann irgendwo hingeflogen. Hier sind die ganzen Endgegner. Ach, ist das geil. Ist das geil. Hier tatsächlich zu dem Game gibt es auch ein Bonuskapitel in dem Super Mario Adventures Comic hinten drinne. Habe ich mich auch total drüber gefreut, weil dann ein paar von den Endgegnern vorkamen. Genau, und hier, das ist diese Wand, wo dann die drei Münzen reingesteckt werden müssen, damit sich das Tor öffnet. Und hier werden ein paar Spin-Offs gezeigt. Super Princess Peach, Luigi's Mansion 1 und 2. Oh, Luigi's Mansion würde ich so gerne mal wieder spielen auf dem GameCube, aber das hat so den Sammlerwert bekommen. Ich habe das nur damals mal ausgeliehen von einem Freund und war so blöd, ihm das nicht abzukaufen. Der wollte das nämlich dann verkaufen. Und ich bin aber auch an irgendeinem Punkt nicht mehr weitergekommen. Und ich wusste nicht, ich weiß bis heute nicht, woran es lag. Also ich habe einfach nicht gewusst, wo ich als nächstes hingehen muss. Und deshalb konnte ich es leider nie durchspielen. Also eigentlich schon tragisch, dass es an sowas Bescheuertem hing, aber das war's. Leider. Ich bin dann immer wieder durch die ganze Villa gelatscht, habe überall gesucht, wo es weitergeht und habe einfach keinen Punkt gefunden, wo ich hätte weitermachen können. Das war total schade. Hier, Wario Land ist übrigens Super Mario Land 3. Und ich habe mal zu Ostern als Kind Wario Land 2 bekommen. Das habe ich aber auch nie durchgespielt, weil ich da auch an irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkam. Da musste man irgendwie durch so eine riesen Wand oder durch so ein Gebirge durchbrechen und ich wusste einfach nicht, wie man da durchkommt. Ihr merkt, ich bin jemand, der nicht so die Spiele alle vervollständigt, leider, außer bei Pokémon, aber hierbei gerade bei Mario, Super Mario 64, habe ich auch nie durchbekommen, weil es einfach teilweise ja wirklich schwer ist. Müsste ich auch mal mich ransetzen und mal versuchen, ein bisschen weiterzukommen. Eine Freundin von mir, von der ich letztens die ganzen Mangas bekommen habe, die ist da total gut drin in dem Game. Und ist da auch sehr weit gekommen. Und ich habe sogar das Lösungsbuch hierzu. Habe ich sogar doppelt. Und trotzdem bin ich da nicht durchgekommen in all den Jahren. Es ist eine Tragödie. Aber definitiv auch eins meiner absoluten Lieblings-Mario-Spiele. Dann werden hier die Sportspiele vorgestellt. Da gibt es ja auch ein paar echt geile. Also gerade dieses Super Mario Strikers Charged Football ist ja mega geil. Super Mario Sunshine. Für den GameCube habe ich natürlich auch, fand ich noch schwieriger als den Vorgänger, also als Super Mario 64. Da bin ich auch wirklich nicht weit gekommen. Also das fand ich so krass schwer. Und ich muss aber auch sagen, es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, weil ich fand die Levels nicht so abwechslungsreich wie bei Super Mario 64. Da gab es ja wirklich alles. Da gab es ja Vulkanwelten, Geisterwelten. Und hier war es irgendwie alles so Strand und Urlaub und irgendwie nicht viel Abwechslung. Das hat mich dann auch ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich cool fand an dem Spiel war, wie das alles so anfing, so. Peach sieht auf einmal diesen blauen Mario und guckt dann so verstrahlt in die Kamera und sagt, Mario? So nach dem Motto, what the fuck, was ist hier los? Was wird hier gespielt? Gut, die Auflösung, dass der blaue Mario dann, Achtung, Spoiler, einfach nur Bowser Junior war, der dann Peach als Mutter haben wollte, fand ich dann ein bisschen lame. Aber es war irgendwie mega cool. Also, und das ist auch total süß. Ich glaube, hier wurde Toadsworth als neuer Charakter auch eingeführt und eben die ganzen Bewohner von Isla Delfino, oder wie hieß die? Ja, man muss Insignien der Sonne sammeln. Genau, Isla Delfino, die sieht auch aus wie ein Delfin, die Insel, da sieht man's. Super Mario Games. Ach so, das sind Flyer, die es dazu gab. Ich habe gerade gedacht, wieso sehen die so anders aus als die Covermotive? Danach als Broschüre. Dann haben wir hier New Super Mario. Ist das jetzt nicht ein riesengroßer Sprung? Hier, 2000. Wo waren wir eben? 2002 und dann auf einmal hier 2006. Voll der Riesensprung. New Super Mario Bros. Ist für den Nintendo DS erschienen. Habe ich mal geschenkt bekommen von einer mittlerweile nicht mehr Freundin, weil sie sich ziemlich scheiße benommen hat.
heute noch die Rede von gehabt. Aber wenigstens das hat sie mir vermacht. Müsste ich auch mal weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da war bei dem Game. Ach, und hier von den alten, die wir ganz am Anfang durchgeguckt haben, hatte ich auch irgendeins für die Virtual Console. Da war ich auch recht weit. Ich glaube, da fehlte auch nicht mehr viel zum Durchspielen. Ich kann euch jetzt aber nicht mehr sagen, welches das war. Muss auf jeden Fall für Game Boy gewesen sein. Egal, wir machen mal weiter. Sonst werden wir hier nie fertig. 2007, Super Mario Galaxy. Und das war wirklich das allererste Mario-Spiel, das ich wirklich... Obwohl, war das wirklich das erste? Ich glaube, Mario Kart Double Dash war vielleicht sogar das erste. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das habe ich wirklich komplett durchgespielt. Sowohl mit Mario als auch mit Luigi. Ja, also bitte einen kleinen Applaus für mich. Ich fand Super Mario Galaxy auch wesentlich einfacher als die Vorgänger. Also da konnte man das auch wirklich schaffen, wenn man sich ein bisschen reingekniet hat. Das Einzige, was halt ein bisschen schwer war, den Manta zu reiten, den Rochen. Und was ich auch hart fand, dieses eine Level, wo man über dieses Bild läuft und dann klappen sich immer die Felder so um. Das ist auch mega hart. Aber bis auf die zwei Levels ging es eigentlich. Und mit Luigi war natürlich dann ein bisschen schwieriger, weil Luigi ist ja tollpatschig und rutscht immer ein bisschen beim Laufen. Das war schon ein bisschen blöd. Aber da bin ich echt stolz drauf, dass ich das komplett durchgespielt habe. Und kaum hatte ich es durchgespielt, kam Super Mario Galaxy 2 und ich habe mir gedacht, leck mich Nintendo, leck mich. Das habe ich mir dann nicht mehr gekauft. Ich habe gedacht, boah nee, jetzt bin ich so stolz, dass ich Super Mario Galaxy durchgespielt habe. Was soll ich mir jetzt Super Mario Galaxy 2 holen? Dann spiele ich wahrscheinlich bis zur Hälfte und habe dann keinen Bock mehr. Oder komme nicht mehr weiter oder was weiß ich was. Und das ist auch ein total cooles Bild. Und was auch hier cool war, dass man es zu zweit spielen konnte. Also der andere konnte zwar nicht so viel machen, aber er konnte schon ein bisschen helfen bei Sprüngen und diesen Sternenstaub oder Diamantenstaub oder wie der hieß, einsammeln. Dann haben wir hier New Super Mario Bros. Für die Wii, habe ich auch, von 2009. Ja, man kann es zu viert spielen sogar, was dieses Spiel zu einem ganz besonderen Erlebnis macht. Ja, wenn man eben gut im Team arbeitet, aber die meiste Zeit ist es so, dass sich alle in ihre Blase zurückziehen und irgendwann ist Game Over, weil alle sind in der Blase und keiner spielt. Und wenn nämlich alle in der Blase sind und keiner spielt, dann ist es natürlich Game Over, weil dann kann auch keiner den anderen aus dieser Blase wieder befreien. Also die Blase hat den Sinn, man kann in so eine Blase gehen und wird dann einfach so mitgezogen, während jemand anderes halt die Arbeit macht. Dass das so oft passiert. Oder es kann auch tatsächlich in ein wildes Gemetzel ausarten, dass man dann gegenseitig sich in irgendwelche Lava reinschmeißt und was weiß ich was. Also es ist ein Spiel, was richtig, richtig episch sein kann, wenn man eben Teamwork einigermaßen drauf hat, aber es kann eben auch schnell darin ausarten, dass man sich zu viert gegenseitig auf die Köpfe trampelt und sich mehr im Weg rumsteht als alles andere. Und dann gibt es da immer diese Videos, die man sich angucken kann, von den japanischen Pro-Gamern, wie die Levels gemacht haben, und dann fällt man immer aus allen Wolken. Ja, hier habe ich ja schon angesprochen, Super Mario Galaxy 2 wurde auch am Anfang belächelt, also gerade die Opening-Sequenz weiß ich noch, weil das sah eher aus wie New Super Mario Bros. Und weniger wie Super Mario Galaxy, was auch für mich ein Grund war, mir das Spiel nicht zu kaufen, weil ich einfach Super Mario Galaxy von Anfang bis Ende mit dieser ganzen Story auch total episch fand. Und alleine dieses Intro von Super Mario Galaxy 2 hat es schon total kaputt gemacht und zerstört. Also das musste ich mir dann nicht geben. Honighüpfer-Galaxie, ist ja süß. Rollbalken. Items und Gimmicks. Geist Luigi. Dann haben wir hier noch ein paar Games. Mario Bros. Deluxe, All-Stars, Advance, Super Mario 64 für den DS. Genau, das war so ein Remake davon. Habe ich aber nie gehabt. Super Mario 3D Land habe ich auch nie gehabt.
Jubiläumsevents. Wie war das 20. Jubiläum? 30. 25. Jubiläum? Ich weiß noch, ich meine, am 20. Jubiläum war sogar bei mir ganz in der Nähe eine Nintendo-Ausstellung. Und da sind wir sogar mit der ganzen Schulklasse hingegangen. Eigentlich ging es um was ganz anderes. Aber die war halt auch da und dann haben wir uns einfach dann auch dahin gemacht. Da musste man auch keinen Eintritt zahlen und nichts. Das war total cool. New Super Mario Bros. 2 für den Nintendo 3DS. Habe ich auch nicht. Kann ich auch nichts zu sagen. Hier, das Artwork ist cool. Das sieht sehr chaotisch aus. And more. Das geheime Todd-Haus. Dann haben wir hier New Super Mario Bros. U. Habe ich aus dem einfachen Grund nicht, dass ich auch keine Nintendo Wii U habe. Weil ich weiß nicht. Also irgendwie, es kamen von Anfang bis Ende niemals Spiele für die Wii U raus, für die ich mich jetzt hätte begeistern können. Die für mich jetzt ein Kaufgrund gewesen wären für die Wii U. Und eigentlich erst ganz zum Schluss kam ja dann Pokémon Tekken raus und eben Super Smash Bros. Ja, beide Titel bekommt man bald auch auf der Switch, also von daher, beziehungsweise Pokémon Tekken gibt es natürlich schon auf der Switch. Sogar beide überarbeitet und mit mehr Möglichkeiten und Charakteren, also von daher, auch jetzt rückblickend, brauche ich keine Wii U. Alle anderen Spiele, die für die Wii U erschienen sind, haben mich schlicht und ergreifend nicht interessiert. Und ja, also ich spare ja im Moment auf die Switch, sage ich immer wieder, und gebe dann doch mein Geld für alles andere aus, wie ihr hier seht. Aber ja, ich will unbedingt die Switch haben demnächst. Ich muss noch gucken, wie ich das hinkriege, irgendwie im September, Oktober oder so. Auf jeden Fall muss die da sein, wenn Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli erscheinen, verdammte Scheiße nochmal. Das muss doch irgendwie hinzubekommen sein. Also da bin ich schon sehr viel zugetaner von Anfang an als hier bei der Wii U damals. Und die Wii U war ja auch ein Rohrkrepierer, während die Switch auch total gut ankommt, weil einfach die Spieleauswahl geil ist. Die Super Mario Odyssey will ich auf jeden Fall haben. Da kommen wir ja gleich zu. Jetzt haben wir hier noch Super Mario 3D World, habe ich auch nie gespielt. Für welche Konsole kam das? Auch Wii U. Okay, ist ja logisch, dass ich es dann nie gespielt habe. Genau, dann haben wir gleich, obwohl ich weiß gar nicht, ob das Buch soweit schon reicht. Ah, genau, das kam ja nach 2015 erst. Ja, auf jeden Fall Super Mario Odyssey will ich unbedingt haben. Dann dieses neue, überarbeitete Super Smash Bros. Muss ich auf jeden Fall haben. War auch sowas, ja. Super Smash Bros. Kam ja sowohl für 3DS als auch für die Wii U. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, wenn ich es auf dem 3DS spielen kann, warum soll ich es dann auf der Wii U spielen wollen oder mir die Wii U kaufen sollen dafür? War auch so ein Grund. Nee, von daher. Also die beiden würden mich interessieren, dann natürlich Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli, da weiß ich noch nicht, welches von beiden ich mir holen werde. Ah, hier sind die Arcade-Games, werden hier vorgestellt, die gibt's ja bei uns auch alle nicht. Ja, und was war da noch? Ach ja, Pokémon Tekken natürlich, das Deluxe, Pokémon Tekken Deluxe. Und jetzt ist ja auch ein Digimon-Game angekündigt worden. Irgendwie Digimon Survival irgendwas. Das soll ja auch für die Switch erscheinen, unter anderem, also für mehrere Konsolen. Werde ich mir auch auf jeden Fall dann holen. Also ich weiß schon ganz genau, welche Spiele ich haben will und es sind nicht wenige, wie ihr merkt. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die Konsole zu holen. Kein Vergleich zu Wii U. Ja, wir kommen zum Ende so langsam. Hier ist halt echt nochmal so eine Übersicht von allen Spielen, wo Mario auch nur erwähnt wurde oder irgendwie vorkam. Und ihr seht, hier ist auch so ein Ranking. Also das geht von 0 Marios bis hin zu 4 Marios, je nachdem. Also 4 Marios wäre halt, dass es ein Hauptspiel von der Mario-Reihe ist. 3, dass er halt zumindest vorkommt, wie hier Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Und ja, einer, dass er irgendwie nur so ein kleines Cameo hat und 0... dass er gar nicht vorkommt, großartig. Das wäre hier Pilot Wings Resort. Aber man hört aus den Häusern, wie jemand Mario-Spiele spielt. Deshalb. Also das ist auch total cool. Auch sämtliche Mario-References aus anderen Games quasi mit drinne. Mich würde ja mal interessieren, ob hier auch irgendein Pokémon-Spiel dabei ist.
Also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Hier sogar Bayonetta ist dabei. One Piece, Super Grand Battle X. Mit Hilfe von Amiibo trägt die Strohhut-Piratenbande Klamotten der Nintendo-Charaktere, darunter auch Marios Outfit. Wie cool ist das bitte? Das wusste ich gar nicht. Also das ist wirklich das ultimative Nachschlagewerk. Und man kann natürlich nur hoffen, dass es auch eine Fortsetzung geben wird ab dem Jahr 2016, wo dann eben neuere Spiele wie eben Super Mario Odyssey vorgestellt werden. In diesem Sinne verabschiede ich mich für dieses Video. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.